Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute Abend zum Thema gegen den Backlash Corona und Familien. Was macht Corona mit Familien? Was können wir dafür tun, dass Corona eben nicht dafür sorgt, dass wir zurück in alte Rollenbilder kommen? Oder sorgt Corona gar nicht dafür, sondern die alten Rollenbilder lagen die ganze Zeit da und Corona hat es nur wieder aufgedeckt? Wir freuen uns sehr, dass wir darüber heute Abend mit euch diskutieren können, dass wir mit unserer Fraktionsvorsitzenden Silke Gebel und unserer Bundestagsabgeordneten Lisa Paus diskutieren können. Und wir warten noch ein paar Minuten. Es kommen gerade aktuell noch einige Leute rein. Wir warten also noch 1, 2 Minuten und dann geht's gleich los. Ich würde euch schon mal, während, wenn Silke nicht mehr weitere Wartemusik singen möchte, würde ich euch schon mal 2, 3 technische Hinweise geben. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr technische Fragen habt, stellt die gerne unter Fragen und unser Mitarbeiter Sebastian Weise aus der LGS hilft euch dann gerne weiter. Vielen Dank, Sebastian, dafür. Außerdem unterstützt uns aus der LGS heute auch noch Sibylle und ich bin euch beiden sehr dankbar, dass ihr da seid und uns das ab heute Abend möglich macht. Vielen, vielen Dank. Und auch schon mal der Hinweis, wir werden ja nachher eine Möglichkeit haben, auch aus dem Publikum sozusagen Fragen zu stellen. Wenn ihr also Fragen an Silke oder Lisa habt, könnt ihr auch diese gerne unter Fragen eingeben. Und wir freuen uns insbesondere, wenn noch einige Frauen Fragen stellen würden, denn wir Grüne probieren ja immer, möglichst quotiert unsere Fragen zu stellen. Und da sind momentan, was bei diesem Thema eigentlich erfreulich ist, aber trotzdem wollen wir quotiert bleiben. Im Moment sind noch mehr Fragen von Herren da und deswegen würden wir uns über Fragen von Frauen freuen. Um Gottes Willen, ich kann nicht mehr sprechen heute. Genau. So, und solange wir noch 1, 2 Minuten warten, würden wir als kleinen Icebreaker mal eine Kurzumfrage mit euch machen, weil das für den weiteren Verlauf des Webinars auch ganz spannend war. Und wir würden euch gerne eine Frage stellen zur Situation, falls ihr denn Kinder habt zu Hause. Wie war eigentlich bei euch zu Hause die Betreuungssituation während der Corona-Krise? Und würden gerne von euch wissen, habt ihr selber alles gemanagt alleine oder hat euer Partner, eure Partnerin alles gemanagt oder fast alleine gemanagt? Oder habt ihr es tatsächlich geschafft, euch das partnerschaftlich aufzuteilen? Oder hattet ihr gar ein Netzwerk aus Freundinnen und Familie, das euch geholfen hat? So, dann würden wir die Kurzumfrage jetzt beenden und das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis. Das ist vielleicht auch ein grünentypisches Ergebnis, möchte ich mal als Frage in den Raum stellen. Aber wir sehen, dass zum überwiegenden Teil viele versucht haben, es sich partnerschaftlich aufzuteilen oder haben es sich partnerschaftlich aufgeteilt. Aber auch ein gutes Drittel der Leute hat tatsächlich gesagt, ich habe fast alles alleine gemanagt. Und immerhin 12% hat ein Netzwerk aus Freunden und Familie. Ganz spannend, dass niemand sagt, mein Partner managt gerade fast alles alleine. Das liegt vielleicht daran, dass ich nicht an der Umfrage teilnehmen durfte. Mein Mann ist nämlich in Elternzeit, was ja auch ganz schön ist und deswegen tatsächlich eher sehr viel gemacht hat. Aber ich glaube, bei den sonstigen Leuten ist das so, wo die Partnerinnen oder Partner alles managen, da die dann wahrscheinlich, die Personen sind dann wahrscheinlich gar nicht hier. Möchte ich mal in den Raum stellen, dass die sich dann vielleicht gar nicht ganz so sehr für das Thema interessieren, wenn jemand anders sich drum kümmert. Genau, ich würde dann jetzt trotzdem richtig offiziell in unser Webinar starten. Schön, dass ihr alle da seid und ich möchte nochmal offiziell begrüßen. Zum einen Lisa Paus, die MdB ist und Sprecherin für Finanzpolitik in unserer Fraktion im Bundestag. Herzlich willkommen, Lisa. Und Silke, die Fraktionsvorsitzende, Silke Gebel, Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus für uns Grüne. Und die beiden würden jetzt, bevor wir in eine Fragerunde starten, euch erstmal einen Kurzinput geben, jeweils zur Frage, was können wir eigentlich tun, um diesen Backlash zu verhindern, beziehungsweise was hat Corona eigentlich gemacht, um einen Backlash zu provozieren, womöglich. Und wir würden mit Lisa anfangen. Lisa, bitte.
Ja, verhindern ne, können wir es jetzt nicht mehr, weil Corona hat ja einfach schon mal voll zugeschlagen und stattgefunden und die Retraditionalisierung hat auch krass stattgefunden, um es mal in einem Beispiel zu nennen. Und das sind jetzt sozusagen jetzt nicht die, die am härtesten betroffen sind, aber zum Beispiel bei wissenschaftlichen Journals, ne, was ja wichtig ist für eine wissenschaftliche Karriere, ne, dass man, wenn man eine Promotion macht, dass man auch entsprechende Artikel veröffentlicht, ist es so, seit 2 Monaten gibt es keine Artikel mehr von weiblichen Wissenschaftlerinnen. Ne, wegen Corona. So. Und das zieht eben in allen Bereichen so durch. Es ist völlig klar, dass eben alle Statistiken her, ne, sagt auch vor allem Dinger vom WZB, dem Wissenschaftszentrum Berlin, dass die Hauptlast, 3/4 der Last von den Frauen getragen wird. Und aber alle miteinander, alle Eltern sind ja davon betroffen, dass eben die zentrale Betreuungssäule weggefallen ist, ne, sowohl in der Schule als auch in der Kita. Und auch wenn es jetzt sozusagen sukzessive Öffnung gibt und heute zumindest noch die Aussage ist, dass nach den Ferien das alles ganz normal losgehen soll, ne, haben wir ja nicht alle sozusagen das 100% sichere Gefühl, dass das dann auch alles so super laufen wird und dass man sich da voll drauf verlassen kann. So, von daher haben auch wir Grünen klar wahrgenommen, die Familien fühlen sich zu Recht ein bisschen vergessen von dieser Koalition. Ne? Es wurde über alles Mögliche viel geredet, auch zu Recht. Und es wurden auch Maßnahmen gemacht wie vorher für Wirtschaft und so weiter. Das ist auch alles wichtig und notwendig. Aber es gab eben einen Autogipfel und es gab eben keinen Kita und keinen Eltern- und keinen Bildungsgipfel. Und ne, die entsprechenden Konsequenzen, die können wir halt alle miteinander sehen. Es ist nicht nichts gemacht worden. Es gibt das Corona-Elterngeld. Das ist jetzt auch nochmal verlängert worden auf 20 Wochen, aber sozusagen das war durchaus auch ein harter Kampf. Und wenn man sich insgesamt die Maßnahmen anschaut, das Paket 130 Milliarden Euro jetzt noch einmal, ne, dann stellt man eben schon fest, wenn man es mal so, was da fehlt, dann ist es völlig klar, es ist sozial nicht ausgewogen. Und Grünen ist natürlich auch zu wenig Transformation drin, ne, zu wenig Klimaschutz. Jetzt hier konzentriere ich mich jetzt mal aber auf eher den sozialen Teil. Und da fällt eben auf, zum einen, es ist gut, dass es in Deutschland anders als in anderen Ländern das Kurzarbeitergeld gibt. Ja, aber wenn man eben ohnehin schon wenig verdient, Mindestlohn beispielsweise, ne, dann von 1.300 Euro im Monat leben muss. Und davon kriegt man dann jetzt als Eltern 67%, ne? Dann ist völlig klar, dass man dann Schwierigkeiten hat, damit über die Runden zu kommen. Und wenn man dann noch weiß, dass der Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter, dass der jetzt ausläuft, ja, das Kurzarbeitergeld, das geht weiter, aber der Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter, der läuft jetzt zum 30. Juni aus, dann sieht man schon sozusagen weitere soziale Schwierigkeiten. So, außerdem ist es so, dass es gerade im vollen Shutdown und auch jetzt noch weiterhin, gerade für die Ärmsten der Armen, ja auch zusätzliche Hilfsangebote weggefallen sind, ne? Das Schulessen ist weggefallen, alle möglichen anderen Leistungen sind weggefallen. Deswegen haben wir Grüne uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass es, ne, wenn schon sonst nicht der Hartz-IV-Satz armutsfest gestaltet wird, dass jetzt zumindest in der Corona-Zeit erhöht wird um 100 Euro pro Kopf und für Kinder eben um diese 60 Euro, weil den Anspruch, den sie ja haben von dem Bund, ja, dass sie dieses Geld eben auch, dass sie tatsächlich diese Leistung auch in Anspruch nehmen können, auch an der Stelle leider Fehlanzeige seitens der Bundesregierung. Ich komme heute gerade von der Anhörung zum zweiten Steuerhilfegesetz Corona. Und in diesem zweiten Steuerhilfegesetz, da ist jetzt drin sowohl der Kinderbonus, der jetzt tatsächlich den Eltern und Kindern zusätzlich zugutekommt. Der kommt übrigens jetzt insgesamt sind es ja 300 Euro. Der wird überwiesen. Im September kommen 200 Euro und im Oktober kommen dann nochmal 100 Euro. Die teilen es also etwas anders auf. So, also das kommt. Und was auch kommen wird, ist eine deutliche Erhöhung des alleinerziehenden Entlastungsbetrages. Der wird verdoppelt, ne, von jetzt knapp 2.000 Euro auf gut 4.000 Euro. Das ist auch gut. Allerdings bei diesem alleinerziehenden Entlastungsbetrag ist es so, ne, ich, wie die meisten, wie viele wissen, bin alleinerziehend, verdiene als Bundestagsabgeordnete auch gut. Ich profitiere Entlastungsbetrag, dass ich tatsächlich, ne, rund 800 Euro weniger Steuern zahlen muss. Das gilt für all die Alleinerziehenden, die auf Unterstützung angewiesen sind, Hartz IV und so weiter, die haben da gar nichts von. Ne? Und das mal mit einer Durchschnittsverdienerin laut Statistik bei Alleinerziehenden zu vergleichen, ne? Die haben ganze 300 Euro davon, also ich kriege über 500 Euro mehr. Die bräuchte ich nicht, die will ich auch gar nicht. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass dieser zusätzliche Geldbetrag allen Alleinerziehenden auch gleichzeitig, ne, also gleich zugutekommt. Und das wären dann sozusagen pro
pro Kopf wären das dann 450 Euro. Das fänden wir da jetzt besser, wirksamer für gerade diese Personen, weil die ja von der Krise auch besonders belastet sind, ne, weil die ja noch weniger auf ein unterstütztes Netzwerk zurückgreifen können und so weiter. So, das sind so die Hauptpunkte in dem Zusammenhang. Ich kann natürlich jetzt noch weitersprechen, aber das ist das, was uns immer wichtig ist, dass die Familien nicht genug berücksichtigt sind. Das Thema Bildung und Kita, ne, das ist ja im Kern auch Landesaufgabe. Von daher gehe ich davon aus, dass Silke dazu jetzt auch schwerpunktmäßig was sagen wird und auch unsere grünen Vorschläge. Ja, vielen Dank, liebe Lisa. Dann sehr gute Überleitung, gebe ich direkt weiter an Silke. Was haben wir eigentlich auf der Landesebene gemacht oder gab es da Probleme? Was haben wir Grüne eigentlich gemacht bei dem Thema? Genau, also man hat, finde ich, durch diese Corona-Krise eins sehr deutlich gesehen. Also erstens, wenn du ein Land runterfahren willst wirtschaftlich, musst du die Kinderbetreuung killen. Und das ist ja erstmal ein guter Indikator, weil das nämlich bedeutet, dass wir eben auch eine starke Beschäftigung von Frauen haben, beziehungsweise dass eben ja, viele Leute auch die Kinder dann doch gemeinschaftlich betreuen. Aber, und das ist ja auch der Punkt, warum wir heute Abend das Thema Backlash haben, wenn es eben hart auf hart kommt, das ist der zweite Punkt, den man durch Corona nochmal krass gesehen hat, da bleibt es eben an den Frauen hängen. So. Und überproportional. Das ist ein strukturelles Problem, da kann man jetzt ganz lange auch über das Ehegattensplitting und was das sozusagen für Triggerpunkte bewirkt und so weiter und Gender Pay Gap und so weiter sprechen. Daran ist aber ja Corona nicht schuld, sondern Corona setzt nur an diesem Phänomen an. Und deswegen finde ich, ist die allerwichtigste Aufgabe, die man hat als Staat an dieser Stelle, um das zu verhindern, dafür zu sorgen, dass es eine Kinderbetreuung auch in Zeiten von Corona gibt. Und das ist, finde ich, die Anforderung, die man als Bildungsministerin aktuell hat, dafür zu sorgen, unter Corona-Bedingungen, ja, eine möglichst umfassende Kinderbetreuung für alle zu gewährleisten, weil du nämlich ansonsten eben genau diesen Backlash produzierst. Du hast es angesprochen, Lisa. Ich kann auch nochmal ein konkretes Beispiel machen. Ich habe eine Freundin, die selber auch Grüne ist, die ist jetzt Wissenschaftlerin und hat tatsächlich, die arbeitet im Labor und die hat jetzt die Option auf eine Namensproduktion. Ich bin selber keine Wissenschaftlerin, aber ne, das ist offensichtlich voll das Ding, wenn man Wissenschaftlerin ist. Und hätte dafür aber eben zu den Zeiten, wo die Kinder dann nicht betreut waren, eben permanent ins Labor machen müssen. Und das ging halt dann eben nicht in der Aufteilung mit ihrem Mann, der, keine Ahnung, warum auch immer, aber es ging halt einfach nicht. Und das Ende vom Lied ist, dass es jetzt ein Mann macht, diese Aufgabe, und dann sozusagen die Namensproduktion hat und dann eben die Sachen, die daraus folgen. Und deswegen war eine unserer Forderungen immer, da hatten wir auch mit den Leuten von Kita-Krise gesprochen, dass eben auch die Babysitterkosten auch vom Staat dann übernommen werden müssen. Also da gibt es auch so ein Netzwerk, an dem man andocken kann. Weil wenn man ja sozusagen aus infektionspolitischer Sicht quasi keine systemische Betreuung gewährleisten kann, dass man dann aber zumindest eben kleine Infektionskohorten schafft, die das dann eben dann gewährleisten, das ist, glaube ich, total in Ordnung. Wurde jetzt aber nicht unbedingt wieder mal weiter konzeptionell aufgegriffen von unserer Bildungssenatorin. Zweiter Punkt ist, wir haben sehr dafür gekämpft, dass sich eben auch Eltern untereinander zusammentun können und so kleine Infektionskohorten machen können. Und das haben wir dann eingebracht, dann haben die das irgendwie falsch aufgesetzt und haben dann halt gesagt, fünf Kinder dürfen, glaube ich. Und das hätte bedeutet, dass beispielsweise, ja, es war ja eine super kleine Zahl und es hätte halt bedeutet, dass Lisa, die jetzt ein Kind hat, sich mit irgendwie zwei anderen Eltern, die auch jeweils ein Kind haben, zusammentun dürfen, ja. Aber Nina und ich hätten uns nicht zusammentun dürfen, weil wir zusammen sechs Kinder haben. Und das ist aus Infektionsperspektive so bescheuert und das bedeutet aber eben gerade für Eltern mit mehreren Kindern einen absoluten Killer. Und meine Kinder sind zwischen 1 und 7 und ich sag mal Homeschooling, ja, mit einem Baby, was die ganze Zeit Terror macht, das ist halt natürlich wirklich, das geht halt nicht, ja. Und deswegen sind noch nicht mal nur die bildungsnahen Fernschichten abgehängt von dem Bildungserfolg, sondern auch die bildungsnahen Familien, wenn das halt dann einfach auf beengten Raum und so weiter nicht funktioniert. Und deswegen haben wir gesagt, dass, also wir haben dann dafür gesorgt, dass sich auch Eltern zusammentun dürfen.
Aber wir haben auch sehr daran gearbeitet, dass es halt möglich ist, die Kinderbetreuung auch über die Schulen und eben Kitas zu ermöglichen. Beim Stichwort Alleinerziehende, die ja, sag ich mal, sehr, sehr krass getroffen waren von dieser Corona-Krise, da gab es ja auch relativ viele Porträts über eben vor allen Dingen ja Frauen, die ja dann noch nicht in dieser Zeit sozusagen die ganze Zeit mit ihrem Kind zu Hause waren, als die Schule geschlossen war und ja überhaupt gar keine Perspektive hatten, weil man ja auch niemanden mehr treffen durfte, als es diesen krassen Shutdown gab. Und wir haben dann sehr dafür gesorgt, dass tatsächlich auch Alleinerziehende mit in die Systemrelevanz, also sprich in die Notbetreuung rein durften, um da eben auch eine Perspektive zu bieten. Ja, ich sag mal, wenn man dann eben gar nicht arbeiten kann und das Kind ja schlecht alleine zu Hause lassen kann, in so einer Situation, da ist dann eben auch ja, eine finanzielle Not am Start. Und ich glaube, und das ist auch meine Erwartungshaltung an die Bildungssenatoren, dass sie sich wappnen müssen für eine eventuelle zweite Welle. Man weiß es nicht, ob sie kommt oder nicht, aber die Zahlen gehen ja gerade leicht wieder hoch. Und der eine Strang ist natürlich zu gucken, okay, vielleicht ist es mit den Kindern jetzt doch nicht so das Thema, aber ich meine, dass das jetzt irgendwie bis August geklärt ist, ich wage es zu bezweifeln. Aber dann zumindest das, eine Corona-taugliche Variante von Schule und Bildung Kita hinzubekommen, mit einem sehr, sehr schnellen Testing und eben auch, und das war unser zweiter Vorschlag, nicht zweiter Vorschlag, es war auch eben ein Vorschlag, den wir dann hatten, zu sagen, da muss man eben mit den Jugendhilfeeinrichtungen gemeinsam neue Räume schaffen, neue Betreuungssituationen herstellen, wo man eben räumlich entzerrt und darüber auch neue pädagogische Wege geht, um eben dann ja, die Kinder miteinander spielen zu lassen, die Eltern zu entlasten und damit eben diesen Backlash auch zu verhindern, ist glaube ich, das, woran Sandra Scheres nach der Sommerpause gemessen wird. Punkt. Ja, vielen Dank euch beiden. Wir haben jetzt schon einige Fragen. Ich würde einmal noch eine kurze Rückfrage stellen an Silke. Wir haben ja zu Beginn der Pandemie, haben auch einige andere Landesvorsitzende und ich zusammen schon ein Papier verfasst. Robert Habeck hat auch ein Papier verfasst zum Thema. Und was wir unter anderem gefordert haben, war, dass die Bildungsverwaltungen in den Ländern und die Jugendverwaltungen in den Ländern überhaupt erstmal einen Überblick bekommen, wie viele Leute betrifft es überhaupt beispielsweise, die gar nicht wieder in den Kitas, in den Schulen arbeiten können und so weiter. Weil es ja tatsächlich das nach wie vor ein Problem ist, selbst wenn man sagt, wir gehen davon aus, dass Kinder kein Infektionstreiber sind. Können ja trotzdem Erzieherinnen, die zur Risikogruppe gehören, kann man nachfühlen, dass die dann sagen, ich möchte nicht arbeiten gehen. Gibt es da eigentlich inzwischen überhaupt einen Überblick auf unserer Landesebene, so wie viele das von uns ja auch zu Beginn gefordert haben, oder gibt es das nicht? Und die zweite Frage Richtung Lisa, unsere Senatsverwaltung für Finanzen hat ja beispielsweise auch Homeoffice als adäquate Kinderbetreuungsmöglichkeit eingestuft. Andere Bundesländer scheinen das anders zu handhaben. Gibt es da eigentlich das Infektionsschutzgesetz, was ja Verdienstausfall im Falle von Wegfall von Kinderbetreuung quasi regeln würde? Sagt das nicht selber? Gibt es da von Bundesebene eine Steuerungsmöglichkeit oder das müssen das tatsächlich die Länder jeweils selber einstufen? Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr kurz was zu sagen könntet. Ich kann ja ganz kurz anfangen, also zum Thema Risikogruppen, das gibt es nicht, es gibt noch nicht mal einen vernünftigen Umgang damit. Wenn du jetzt als Lehrerin beispielsweise einer Risikogruppe angehörst, musst du ein ärztliches Attest vorlegen, das ist immerhin schon mal ein Schritt irgendwie in die richtige Richtung. Wir haben aber ArbeitsrechtlerInnen gesagt, dass es auch, naja, sagen wir mal, eine rechtliche Grauzone ist, um es höflich auszudrücken. Und die Kitas haben sich auch schon bei uns reihenweise beschwert, dass das einfach kein vernünftiger Umgang mit der Situation ist und deswegen haben wir das jetzt auch schon mehrfach eingefordert, dass es dafür einen anderen Vorgang geben muss und es muss halt einen systemischen Vorschlag geben, dass LehrerInnen oder ErzieherInnen, die einer Risikogruppe angehören oder zumindest fühlen, dass sie der angehören, und da muss man ja dann auch eben quasi gucken, dass da nicht eine Erzieherin mit Todesangst in so einer Kita sitzt, ne? Das ist ja auch keine gute Voraussetzung, aber dass man da auch eine für alle Seiten gerechte Lösung findet und sei es dann eben, dass die Krankenkassen das dann finanzieren, also aber das, also es
halt einfach funktioniert das nicht, wenn wir das als Staat machen. Beziehungsweise du musst dann für diese Leute auch eine Aufgabe finden. Und es gibt dann ja auch ein paar Aufgaben, gerade auch, sag ich mal, da sind wir gleich beim nächsten Teil später, digitale Angebote, dann halt in den Bereich da reinzugehen. Ja, und dann, keine Ahnung, das finde ich, kann man an der Schule auch sagen, wenn eine Lehrerin einer Risikogruppe angehört, dann soll sie halt digitalen Unterricht für die Klasse machen. Und dann findet man halt quasi noch eine Erzieherperson, die dabei ist oder so. Aber da muss man halt ein Konzept entwickeln und das gibt es einfach immer noch nicht, obwohl das uns schon vor Wochen angekündigt wurde. Und zum Thema Homeoffice nur ein Satz. Wer glaubt, dass Homeoffice und Kinderbetreuung funktioniert, kann gerne mal ein Praktikum bei mir machen. Habe ich ja schon in der Zeitung angekündigt. Geht nicht. Spoiler Alert. Ich kann auch gerne zu mir kommen, aber jetzt erstmal Lisa dazu noch. Lisa, du bist noch auf stumm geschaltet. Ich kann ja mal synchronisieren. Genau, Homeoffice heißt nicht umsonst Homeoffice, das heißt eben Homeoffice und nicht Homeschooling und auch nicht Homebetreuung. Ja? Und deswegen hatten wir auch eingebracht, als eben dieses Corona-Elterngeld verlängert worden ist von der Bundesregierung, ne, dass das klargestellt wird, ne, dass man eben auch, wenn der Arbeitgeber einem sagt, ne, kein Problem, kannst ja zu Hause arbeiten, dass man trotzdem einen Anspruch auf dieses Corona-Elterngeld hat. Wie gesagt, das haben wir beantragt, da ist die Koalition aber nicht mitgegangen, mit dem Hinweis darauf, dass ja das Gesetz ausreichend flexibel sei und dass ja irgendwie vor Ort mit den Behörden entsprechend flexibel gehandhabt werden könne. So. Und dass man ja auch niemanden verdonnern wolle, ne? Vielleicht wollen es ja einige doch, natürlich kann man, Kurzarbeitergeld gibt es ja auch nicht 0 oder 100%, natürlich kann man, ne, auch zu 10% in Kurzarbeit gehen, auch zu 50% und so weiter, so könnte man das mit dem Corona-Elterngeld auch machen, ne? Wenn man jetzt nicht sozusagen vollständig sich verabschieden möchte, sondern auch einen Teil Homeoffice machen möchte, genau, aber wie gesagt, dem ist die Koalition an dem Punkt nicht gefolgt. Ich habe noch tatsächlich eben zwei Punkte, die mir noch wichtig sind, wollte ich noch kurz erwähnen. Ich habe gesagt, das Kurzarbeitergeld, ne, ist eine gute Leistung, aber ist eben gerade am unteren Rand zu wenig. Deswegen haben wir Grünen da auch einen Alternativvorschlag gemacht und gesagt, wir wollen das Kurzarbeitergeld Plus, das eben für die Leute, die eben verdienen zwischen dem Mindestlohn, ne, was bei Vollzeit 1.300 Euro ist, ne, bis zu 2.300 Euro, dass da abgestuft wird, dass eben die Leute, ne, die 1.300 Euro verdienen, auch kriegen zwar nicht 100%, aber mit unserem Kurzarbeitergeld Plus würden sie halt 90% bekommen, sodass sie eben noch über dem Existenzniveau liegen und dass das sozusagen ein bisschen sukzessive abgeschmolzen wird auf diese 2.300. Das hätten wir sozial sinnvoller gefunden. Auch dem ist die Koalition nicht gefolgt. Und dann noch ein Punkt zum Thema Retraditionalisierung und Backlash. Manche, ne, die Elterngeld beantragt haben, kennen das, dass man eben doch, wenn man klug ist, ne, frühzeitig dann auch seine Steuerklasse wechselt. Bei einer Schwangerschaft kann man das ja planen. Die dauert normalerweise ja 9 Monate. Ne? Das ist aber bei Corona natürlich jetzt anders gewesen. Da konnte man nicht vorher noch seine Wohnsteuerklasse feintunen. Und das macht eben netto richtig was aus. Ne? Auch beim Kurzarbeitergeld ist es eben so, Lohnsteuerklasse 3 bei einem normalen Monatsbrutto von, ne, 2.000 Euro sind das pro Monat, sind das dann, ne, 300 Euro weniger. Wenn du Lohnsteuerklasse 5 hast statt Lohnsteuerklasse 3, ne, wird irgendwie dann auch teilweise noch höher. Das ist richtig krass. So, und das gilt eben sowohl jetzt für das Kurzarbeitergeld als auch für das Corona-Elterngeld, als auch für die fürs Arbeitslosengeld, ne, als auch fürs Krankengeld. In all diesen Bereichen haut das richtig rein und führt natürlich auch dazu, dass wenn dann eben in Betrieben jetzt überlegt wird, ne, wie geht das denn, wer kann sich's leisten, dann kann man natürlich auf das bisschen Gehalt von der Frau auch gut verzichten, ne, während natürlich das große Gehalt des Mannes irgendwie kaum verzichtbar ist. Und ne, das hat natürlich auch mit zusätzlichen Effekt darauf, wer dann am Ende die Betreuungsleistung liefert. Ich fand es jetzt gut, das wissen vielleicht noch nicht alle, dass jetzt bei der Ausweitung auf diese 20 Wochen für das Corona-Elterngeld, dass da jetzt aber festgelegt ist, das muss dann 50-50 sein. Also wenn die Frau schon 10 Wochen hat, dann muss dann der Mann 10 Wochen ran. Ja? Aber wir Grüne wollen auch, dass Lohnersatzleistungen zukünftig immer unabhängig von der Steuerklasse ausgezahlt wird, dass die Leute darauf einstellen können, was ist auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Das ist eine Versicherungsleistung, ne? Die zahlen gleich ein in die Arbeitslosenversicherung und bekommen unterschiedlich raus, nur aufgrund ihres Haushaltsstandes. Das ist absurd und deswegen wollen wir das ändern.
Ja, vielen Dank, Lisa. Ich glaube, das zeigt auch ein Stück weit auf, dass viele der Probleme jetzt durch Corona nochmal wie durchs Brennglas gezeigt wurden, an denen wir aber schon lange dran sind. Abschaffung des Ehegattensplittings beispielsweise und stattdessen eine Einführung einer Kindergrundsicherung ist ja von uns eine ganz dringende Forderung, die du, Lisa, auch immer wieder vorantreibst, die Annalena Baerbock vorantreibt, die wir hier auch auf Berliner Ebene, Silke und ich, versuchen voranzutreiben, so sehr man das natürlich auf Berliner Ebene, es ist ein Bundesthema, aber wir können natürlich von Berlin aus zumindest fordern und das tun wir auch. Ich würde jetzt gerne nochmal zu Fragen auch aus dem Publikum kommen, bevor wir dann im zweiten Schritt auch nochmal diese ganze Digitalisierungsfrage angehen, weil das für, und das sieht man auch schon an den Fragen, die aus dem Publikum gestellt werden, für viele eine sehr relevante Rolle spielt. Wie kann man das eigentlich sinnvoller gestalten mit Homeschooling oder Fernunterricht, wie wir eigentlich sagen, weil eben Homeschooling nicht so sinnvoll ist. Aber da kommen wir gleich zu. Aber vorher tatsächlich nochmal habe ich eine Frage von Christina Rühlmann, die sagt, und das ist tatsächlich eine Frage, die für mich auch die mich lange schon beschäftigt, was können wir Grünen eigentlich konkret tun, damit Familien auch eine stärkere Lobby bekommen und nicht nur in den Krisen Gehör finden, wobei in der Krise haben sie jetzt ehrlich gesagt in meinen Augen auch nicht so schnell Gehör gefunden, aber nicht nur in der Krise, sondern auch darüber hinaus. Was tun wir jetzt, damit Familien im Fall einer zweiten Welle besser und schneller und unbürokratischer entlastet werden? Und zwar nicht nur finanziell, sondern auch mit pragmatischen Angeboten, was Silke eben schon angedeutet hat, die Frauen tatsächlich eine adäquate Karriere ermöglichen. Was können wir da konkret tun als Grüne? Und für mich daran angedockt auch tatsächlich nochmal die Frage, wie sehr seht ihr eigentlich die Politik in der Verantwortung? Und wie sehr seht ihr doch auch nach wie vor die einzelne Frau eigentlich in der Verantwortung, sich auch das einzufordern? Weil in meinem Bekanntenkreis zumindest ist dieses Modell von der Vater macht 2 Monate Elternzeit, also diese Vätermonate, ist halt doch sehr weit verbreitet, obwohl Leute sich leisten könnten, dass der Vater länger zu Hause bleibt. Also wie sehr lassen wir Frauen uns da auch von unseren Männern vielleicht unterbuttern und fordern eigentlich selber auch nicht genug? Wie nehmt ihr das wahr? Vielleicht diesmal Lisa zuerst und danach Silke. Ja, ne, also das Private ist politisch und es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist alles richtig. Und natürlich, ne, ist jede einzelne Frau und jeder einzelne Mann, ne, auch durchaus, ne, sozusagen geworfen, ne, in seine Biografie und in ihre Biografie. Das kann ich übrigens auch bei Steuerklassen immer wieder sehen. Ne? Also um nochmal darauf zurückzukommen, ne? 3,5 lohnt sich eben nach wie vor noch für, ne? Wenn es eben tatsächlich große Gehaltsunterschiede gibt zwischen den Partnern. Das ist klassischerweise, der Mann verdient deutlich mehr als die Frau. Ne? Und deswegen sagen einem auch alle, auch Steuerberater, nimm das doch, das ist für alle am besten. Ne? Es sei denn, sozusagen sind Corona-Zeiten, du bist auf die Lohnersatzleistungen angewiesen, aber das rechnet sich doch für alle so. Und dann wird erklärt, warum das auch noch immer so ist, warum das immer noch genommen wird mit den 3,5. Und dann guckt man sich mal an, was ist eigentlich, wenn die Frau mehr verdient als der Mann. Ne? Solche Frauen gibt es und solche Männer gibt es auch, solche Paare gibt es. Und guck mal da, ne? Es gibt dann erstaunlicherweise sogar die Situation, dass die Frau trotzdem 5 nimmt und der Mann 3, weil, ne? So. Ich glaube nicht, dass sie zu dumm sind, das anders zu machen, sondern, ne? Das sind dann einfach auch sozusagen Rollenbilder und so, ne? Kein Mensch ist frei davon, ne? Und Beziehungen sozusagen sind auch nicht frei vom gesellschaftlichen Kontext. So. Aber das hat nichts damit zu tun, wie wir gesellschaftlich damit umgehen und wen wir da wie unterstützen müssen. Ich habe dort zum Beispiel auch noch in der Runde gesessen. Da ging es, das war was zum Thema Europa, ne? Und Sozialpolitik, Familienpolitik. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass es Länder gibt. Ich weiß jetzt leider nicht, welche. Ich vermute mal, es wird sich um Finnland handeln. Ne, wo tatsächlich in Corona-Zeiten, ob es jetzt die Schulaufsicht war oder ob es jetzt das Jugendamt war, das weiß ich nicht, aber jedenfalls, sie sind in die Familien reingegangen und haben sich vor Ort ein Bild darüber gemacht, ne, inwieweit denn tatsächlich auch die Umstände so sind, dass zu Hause auch dann Fernunterricht stattfinden kann. Und wenn die Geräte eben nicht da sind, ne, und die Technik nicht funktioniert und so weiter, dann muss sie eben hergeschafft werden. Das war dann eine Selbstverständlichkeit. Und dann wurde sozusagen erwartet und das wurde auch dann vom Staat geleistet, während es hier noch nicht mal uns, also noch nicht mal mir sozusagen, ist der Gedanke gekommen, überhaupt so eine Forderung aufzustellen. So, ne? Also von daher gibt es da schon Unterschiede und da ist völlig richtig, dass die Familienpolitik und auch
der Rechtsanspruch, der ja auch drin ist, ja, wir haben Rechtsanspruch am Kita-Platz, ja, so, auch bei der Ganztagsbetreuung und so weiter, dass man das auch ernst nehmen muss, ne, dass es da inzwischen eine feste Verankerung des Staates als Betreuungssäule gibt. Ne? Und da waren natürlich jetzt auch besondere Umstände, aber dass das nicht einfach so wegzuputzen ist und wieder zu privatisieren ist, sondern ne, dass es da eine gesellschaftliche Veränderung gegeben hat und dass wir sie auch einfordern müssen. Und deswegen ne, würde ich mir eben auch wünschen, dass dann auch im August ne, dann klar ist, dass es einen Plan B gibt, auch in Berlin, ja, so dass man dann eben auch weiß, ne, wenn Tönnies sozusagen über Berlin kommt, ja, was passiert dann, damit wir dann nicht sozusagen mit ganzen Schulschließungen und so weiter zu tun haben. Weil ein Gimmick noch von mir privat, heute war ja Zeugnistag und das Zeugnis ist ist gut geblieben, ne? Aber jetzt dank Corona hat mein Sohn sich gerade in Sport verbessert und ich kann sagen, das hat mit der Realität nichts zu tun. Sonst ist sein Zeugnis super, weil er so gut ist, aber das mit dem Sport jedenfalls, würde ich mal sagen, das hat sehr gelitten in den letzten Wochen und das war sicher nicht das einzige berlinweit Thema war. Danke, Silke. Wie ist das bei dir? Das Private politisch, was forderst du von deinem Mann ein oder findest du generell, die Politik muss das lösen? Also ich bin schon der Ansicht, dass es eine politische Aufgabe ist, zu lösen. Und das Problem ist ja, dass die Frauen häufig keine Wahlfreiheit haben. Ja, das hat ja Lisa eben auch dargestellt, was da die systemischen Zwänge sind. Und wenn du halt eine Miete hast, die du bezahlen musst du dann vor die Frage gestellt bist, ob du halt das kleinere Gehalt, und das liegt ja häufig auch daran, dass Frauen dann halt auf die Teilzeit gehen, wo da fängt es ja dann sozusagen auch schon irgendwie an, ja, da bist du halt bei der Frage, ob du als Staat vorschreiben willst, dass Frauen Vollzeit arbeiten müssen, was ich irgendwie nicht wollen würde so, und deswegen würde ich immer darauf gehen zu sagen, der Staat muss die Kinderbetreuung organisieren, damit die Frauen, auch die Männer, ja, aber damit du eben die Option hast, dich zu entscheiden. Und ich habe mich zu einem Teil entscheiden können, zu einem Teil nicht entscheiden können. Als Abgeordnete kannst du halt keine Elternzeit nehmen. Deswegen, Lisa kennt das auch. Du hast ja dein Kind auch als Abgeordnete bekommen. Nina, du weißt auch, wie das als Landesvorsitzende ist. Da musst du halt nach 3 Monaten irgendwie einsteigen und dann stellt sich die Frage nicht, ja, ob du dann beim Parlament da bist, beziehungsweise ob dann das Kind halt mit, entweder nimmst du das Kind mit oder wie bei Madeleine Hänfling aus Thüringen wirst du halt dann rausgeschmissen mit dem Kind. Aber an der Stelle muss dann halt jemanden einspringen und entweder ist es der Partner oder den Partnerin oder ist es halt ein Babysitter. So. Zumindest habe ich das so gelöst und so gehandhabt und wobei ich auch ganz persönlich die Überzeugung hatte, dass wenn ich mit jemandem Kinder kriege, dann muss dieser Mensch mindestens die 9 Monate, in der ich schwanger bin, sich schon mal um die Kinder, habe ich halt schon mal 9 Monate Nachholbedarf. Und so, aber es ist trotzdem eine individuelle Entscheidung und ich kenne halt auch voll viele Frauen. Ich finde das auch wirklich interessant, dass man quasi gemeinsam sozialisiert wird, diese gläserne Decke immer wieder politisch thematisiert und so weiter. Und es wird einem ja irgendwie in jedem Seminar erzählt als Frau, dass man auf diese gläserne Decke zuläuft, ja. Und dann gucke ich nach links und rechts und dann machen die alle Teilzeitjobs, ja. Beziehungsweise wenn sie dann halt irgendwie Kinder haben, machen sie dann irgendwie 3 Jahre Pause, was dann natürlich ein weiterer Baustein dafür ist, dass die gläserne Decke, die aus Seilschaftengründen besteht, aber eben auch aus solchen Punkten herkommt und ich mich jedes Mal frage, warum, also an welchem Punkt sind diese Frauen dann so abgebogen? Und trotz alledem ist das eine ganz individuelle Entscheidung. Lisa, du hast das vorhin so schön gesagt, man wird irgendwie in das Leben geworfen oder irgendwie so. Das fand ich eine ganz tolle Formulierung. Und deswegen würde ich auch nie über das Leben anderer Frauen urteilen, wie sie ihr Leben leben wollen. Ja, weil ich finde auch, man muss bei dieser Debatte aufpassen, dass nicht nur die Frau die Karriere macht, die Frau das richtige Leben lebt, sondern ich finde, wenn man Kinder hat und Zeit mit denen verbringen will, ist das auch eine gute Entscheidung. Ich will aber, dass die Männer eben auch diese Entscheidung treffen können. Und deswegen finde ich, braucht man eben auch eine Gesellschaft, in der Männer auch empowert werden, zu sagen, ich mache jetzt halt mal 20 Stunden die Woche und es ist voll okay und ich passe auf die Kinder auf oder wie auch immer. So, ne? Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da viel stärker hinkommt. Und wenn man sich so anguckt, wo es quasi auch eine Vätersichtbarkeit gibt im öffentlichen Raum, also das war jetzt einerseits, was Corona anging, gab es jetzt gerade super Journalistenanfragen,
bei Twitter und so, falls ihr das gesehen habt, wo so die Frage war, hat eigentlich jemand mal gehört, was diese Männer bei Corona, also diese Väter bei Corona irgendwie gemacht haben, weil du eben nur von Frauen gehört hast, die gesagt haben, ich habe hier immer so ein Kind dabei. Und das, finde ich, ist halt auch, wenn du dir mal so anschaust, was, es gibt so ein paar Ministerpräsidentinnen, also oder so Präsidentinnen oder wie auch immer das dann da heißt, die neuseeländische Frau, Präsidentin, die hat Kinder, die hat ein Kind bekommen und dann gibt es irgendwo in Skandinavien gibt es auch irgendwie eine Frau und das sind aber immer Frauen, die quasi die Kinder halt mit dabei haben und dann sagen wir vor allem anders, aber dass mein Vater, den junger Vater, der oder frisch gebackener Vater, der dann auch eben so ein Amt inne hat, da eine Sichtbarkeit herstellt. Also, wenn sie nicht, ja, kann ich mich nicht daran erinnern. Und ich finde halt, dass es um Role Models geht. Ne? Also ich würde immer sagen, der Staat muss dafür sorgen, dass es die Wahlfreiheit gibt. Deswegen muss man eben eine Kinderbetreuung mit einem Rechtsanspruch ab einem Jahr anbieten. Zweitens, Politik ist schon auch gefragt, als Role Model voranzugehen. Und das gilt aber für Männer wie für Frauen. Also deswegen finde ich, man darf diese Debatte nicht nur auf den Frauen führen, sondern man muss auch die Männer fragen, sorry, aber glaubt ihr wirklich, man kann Kinder haben und 150% den ganzen Tag arbeiten? Also ich meine, das ist genauso, wie man glaubt, dass Homeoffice und Kinderbetreuung zusammengeht. So funktioniert es eben halt auch nicht. Also Kinder ist halt eben nicht nur etwas, was man dann abends ins Bett bringt und morgens irgendwie aufweckt. So, ne? Also da gibt es ja auch so ein bisschen was dazwischen. So. Genau, aber ansonsten ist halt jedes Leben auch irgendwie sehr individuell. Und genau, nochmal die Frage, wie kann man Familien unterstützen? Ich habe ja vorhin schon mal versucht, so ein paar Punkte anzusprechen. Also ich glaube, man muss halt alles dafür tun, dass es verhindert wird, dass die Schulen geschlossen werden. Und ich bin der Ansicht, wenn die Zahlen jetzt hochgehen, dann werde ich dafür kämpfen, dass die Schulen mit das Letzte sind, was wir wieder schließen. Weil ich finde, also ganz im Ernst, wenn irgendwie in der Hasenheide Partys gefeiert werden und Fitnessstudios aufhaben und was weiß ich, ja. Aber dann die Schulen geschlossen werden, das finde ich, das geht halt überhaupt nicht. Und deswegen erwarte ich, dass es dafür dann eben diese konkreten, detaillierten Schließungsgeschichten gibt, falls ein Fall auftaucht. Neukölln macht das jetzt ja so, dass sie sagen, wenn es Fälle gibt, dann schließen wir quasi die Wohnblöcke der Kinder. Das finde ich halt voll krass. Und ehrlich gesagt bin ich mir an der Stelle, teile ich nicht die Einschätzung von diesem komischen CDU-Stadtrat, dass das der richtige Weg ist, weil ich das für eine krasse Stigmatisierung halte. Aber er begründet das ja so, dass man damit nicht die Schule schließen muss, wenn man die Häuserblöcke unter Quarantäne stellt. Aber meines Erachtens nach trifft man dann halt irgendwie zu viele andere Leute, die überhaupt nicht davon betroffen sind, weil die Nachbarn von Kindern, die Corona haben, ja nicht unbedingt Corona haben, weil, also voll albern. Aber dass man eben klassenweise zumacht, beziehungsweise was sie jetzt auch machen, und das ist ganz gut, das wurde auch mit diesem Herrn Drosten sehr eng abgestimmt, dass man eben sagt, wenn es in einer Schule einen Fall gibt, dann haben auch die Lehrer super schnell die Möglichkeit, getestet zu werden. Und so haben sie gerade in Mitte auch asymptomatische Lehrer gefunden, die halt dann, weil sie es nicht wussten, halt Leute angesteckt haben. Das ist, glaube ich, ein guter, schneller Kniff, um die Schulen so lange wie möglich aufzuhalten. Und wir müssen halt die Schulen auch baulich in die Lage versetzen, mit Lüftungskonzepten und so weiter, dass sie länger aufhaben. Und als letzter Punkt, das hat Stefanie Remlinger neulich im Fraktionsvorstand bei uns gesagt und ich finde, das ist ein total geiler Gedanke. Eigentlich müssen wir uns anschauen, was ist das Gute, was an Corona im Schulsystem passiert. Das sind die Digitalisierungsmöglichkeiten, aber das sind auch die kleinen Klassen. Und ehrlich gesagt, das haben wir alle immer gesagt, es wäre doch voll toll, wenn man kleinere Klassen hätte. Bei meinem Sohn ist das jetzt so in der ersten Klasse. Die lernen zwar in Schichten, aber die haben halt dann nur 13 Kinder. Und ehrlich gesagt ist meine These, dass man mit kleineren Klassen in der kürzeren Zeit, mit einer vernünftigen Nachbetreuung durch den Hort oder however, durch Konzepte, ja, mit anderem pädagogischen Personal, den gleichen Unterricht oder die gleiche Unterrichtsvermittlung, Lerninhaltevermittlung hinbekommen kann und man so Schule so richtig geil revolutionieren kann. Und das würde halt von der Lehrerzentriertheit weggehen, deswegen passt das vielleicht auch manchen Leuten nicht. Sorry, niemand ist gegen LehrerInnen. Aber dieses Lernen auf Augenhöhe in einem pädagogischen Team, dafür ist eigentlich jetzt die Zeit und man sieht halt, dass man das braucht, damit ja, Schule funktioniert. Und wir werden das noch ein paar Monate haben. Deswegen ist das eigentlich der Vorschlag, den man da weiterverfolgen muss. Ja, Silke, da brauchst du gar nicht sorry sagen, weil dass das nicht stattgefunden hat in Schule, ist ja einer der Gründe, warum ich in die Politik gegangen bin.
Insofern vollkommen richtig. Und ich bin ganz bei dir. Ich glaube, man müsste eigentlich vieles von dem, was wir jetzt Gutes in Schule feststellen, durch Corona notgedrungen entstanden ist, da gibt es Dinge, die gut sind, die man bewahren müsste. Und, wir haben hier zum Beispiel auch eine Frage aus dem oder einen Kommentar aus dem Publikum, der sagt, Familienpolitik von Janine, Familienpolitik kann man nicht getrennt von Bildungs- und Digitalisierungspolitik betrachten. Ich habe keine Sorge vor einem Backlash, das freut mich, aber sehr wohl Sorge, dass die Verschuldung dank Corona die Digitalisierung der Schulen weiterhin verzögern wird. Und ich glaube, da kann ich definitiv zu sagen, dass uns bewusst ist, dass die Digitalisierung der Schulen weiter vorangetrieben werden muss, egal ob wir uns jetzt weiter verschulden oder nicht, sondern ich glaube, das ist auch was, wo wir im Abgeordnetenhaus und ich gehe davon aus, auch auf Bundesebene uns für einsetzen, dass das eben nicht als erstes hinten runterfallen darf. Wir wollen jetzt gleich zum Top Digitales auch nochmal kommen. Und direkt reingehen, wieso gibt es in Berlin eigentlich keine flächendeckenden Online-Konferenzunterricht in allen Schulen? Das würde die Mütter entlasten, übrigens auch die wenigen Väter, die zu Hause sind. Und sie könnten gleichzeitig im Homeoffice arbeiten. Außerdem würde sofort auffallen, welche Kinder dringend Förderbedarf haben. Ich bin auch der festen Überzeugung, Sandra Scheres müsste eigentlich ein Konzept vorlegen, wie digitaler Unterricht sinnvoll verknüpft werden kann mit Unterricht vor Ort. Da braucht man gar nicht so lange. Wenn man bei Verstand ist, kann man ehrlich gesagt innerhalb von 2 Stunden ein solches Konzept aufstellen. Es ist nämlich gar nicht so kompliziert. Aber wir würden gerne mal wissen von euch und würden gerne noch mal eine ganz kurze Kurzumfrage machen zum Thema Digitalisierung. Wie lief das eigentlich bei euch in der Corona-Krise? Wer von euch hatte eigentlich tatsächlich ein digitales Bildungsangebot und wer nicht? Und deswegen würden wir gerne eine Kurzumfrage machen. Gab es in der Bildungseinrichtung, und zwar eben alle Bildungseinrichtungen, das sind auch Kitas, digitale Angebote für eure Kinder? Ja? Oder es wurde sich bemüht, immerhin, also ein bisschen, oder leider gar nicht. Da würden wir gerne mal wissen, wie es so war in Berlin. Würden wir noch 2, 3 Sekunden warten. Ich habe schon fast alle abgestimmt. Und dann würden wir die Umfrage auch schon wieder schließen. Und es ist tatsächlich so, dass die einfache Ja-Antwort leider nur 22% der Leute gewählt haben. Immerhin knapp 2 Drittel sagen, es wurde sich immerhin bemüht, aber 17% sagen auch, es gab gar nichts. Und das finde ich tatsächlich erschreckend. Ich hätte eigentlich, wenn wir Chancengerechtigkeit wollen für alle Schülerinnen und Schüler und auch für alle Kinder in den Kitas, dass sie ordentlich angesprochen werden, bräuchten wir bei dem ersten Balken deutlich mehr. Und damit würde ich gerne zur zweiten Runde nochmal kommen zum Thema Digitalisierung, Fernunterricht. Was können wir da eigentlich tun, um da nochmal besser zu werden? Vielleicht Silke, magst du anfangen und dann kann Lisa nochmal ergänzen. Naja, also ich glaube, zuallererst ist es die Aufgabe der Bildungsverwaltung, dafür einen Rahmen bereitzustellen, also sei es was die Software und sei es was die Leitlinien angeht, um es eben nicht den einzelnen Schulen zu überzuhelfen, weil eine Schule alleine überhaupt nicht die Kompetenz hat, A, so eine Software-Lizenz irgendwie sich anzueignen, B, die LehrerInnen entsprechend zu schulen und C, die Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Wir haben ja in der Vergangenheit, also weil wir unabhängig von Corona schon gesagt haben, Digitalisierung ist im 21. Jahrhundert irgendwie so ein Thema. Und es kann irgendwie nicht sein, dass die Kids eine höhere Medienkompetenz haben als die LehrerInnen. Und man aus diesem Grund eben das Thema Digitales an den Schulen auch verankern muss. Und wir haben dann dafür gesorgt, dass wir da so IT-Punkte auch haben, dass wir Software-AdministratorInnen haben, die immer verschiedene Schulen betreuen und so weiter und so fort. Also wir haben zum Glück in den letzten Jahren da auch entsprechende Grundlagen gelegt und hatten dann auch so einen ganz tollen Kniff uns überlegt, dass nämlich die Lehrer dann mit den Kindern zu so digitalen Bildungspunkten gehen und dann die Kinder quasi weitergebildet werden und gleichzeitig die Lehrer auch nochmal eine Schulung mit erfahren, weil natürlich, sage ich mal, diese Frage Datenschutz im Internet und Urheberrechte im Internet und welche Software kann ich jetzt eigentlich benutzen? Ja, Fragen sind auch die, wenn man ganz ehrlich ist, auch ganz viele Leute in unserer Generation, die ja eigentlich mit dem Internet aufgewachsen sind, ja,
trotz alledem eben eher als User, als Sonstiges da irgendwie unterwegs sind und diese ganzen Benutzerflächen halt wirklich so sind, dass man auch so ein bisschen faul wird, ja. Und das Problem ist aber, dass wir, ich habe mir eben die Zahlen auch nochmal angeschaut, tatsächlich mehrere hundert Millionen in den letzten 10 Jahren in diesen Digitalisierungspunkt reingesteckt haben als Land Berlin. Aber es trotz alledem nur so diese Lernplattform gibt, die aber irgendwie nicht in jeder Schule verankert ist und schleppend läuft und es eben nicht diese, so liebe Leute, das ist euer Plan, nehmt diese Software, macht das so und so von der Bildungsverwaltung her gibt. Also sprich, wir haben sehr viel Geld in die Hand genommen, aber aus welchen Gründen auch immer sind die da in der Verwaltung im Kreis gelaufen und haben halt nicht das produziert, was man eigentlich bräuchte. Uns wurde vor Wochen gesagt, dass es eben so eine Art Stichpunktezettel geben soll, worauf geachtet wird, wenn man eben diesen Fernunterricht digital macht. Offensichtlich ist der irgendwie in so einer Schlaufe in der Bildungsverwaltung, weil er bei mir weder politisch noch, sag ich mal, aus einer Elternperspektive aufgeschlagen ist. Die Reaktion an meiner Grundschule war, als ich darum gebeten habe, dass wir eine Videokonferenz machen, zumindest eben Anfang und Ende der Woche, einfach um so einen Rahmen für die Kinder zu bieten, ja. Dass Kinder in der ersten Klasse noch gar nicht medienkompetent genug sind, um überhaupt nur eine Videokonferenz zu machen. Das, finde ich, ist halt eine Einstellungsfrage, wo ich ehrlich gesagt erwarten würde, dass es halt ähnlich ist wie in Finnland oder so, dass man sagt, okay, es ist eine blöde Zeit, scheiß Corona, aber irgendwie lasst uns das doch bitte als Chance nehmen und mal zu gucken, was für Kompetenzen haben wir an den Schulen und das und das sind die Software, die man eben nutzen kann. Aber dann ist es so, dass selbst engagierte Lehrer total ausgebremst werden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vor ein paar Wochen war so eine Lehrerin, die kommt doch bei uns aus Mitte, die hatte dann mal ins Internet gestellt, was es für ein Schreiben gab, dass nämlich die Bildungsverwaltung irgendwie alles verhindert. Also quasi, man muss eine Software nehmen, die in Deutschland hergestellt ist, deren Server in Europa liegen und die am besten noch Open Office, Open Source ist, und das war halt dann ein Ausschlusskriterium, und das, obwohl die Bildungsverwaltung eine eigene Software hatte. Also ich will gar nicht ins Lamentieren geraten. Ich meine, wir haben jetzt auch relativ viel Geld nochmal in die Hand genommen, um Endgeräte zur Verfügung zu stellen, weil das ist natürlich der zweite Punkt, das hat Lisa ja vorhin auch angesprochen, dass wir auch, ja, dass es in anderen Ländern viel stärker darauf geachtet wird, wie geht es eigentlich den Kids, die, sag ich mal, sozial jetzt nicht irgendwie so krass privilegiert sind oder wo halt dann irgendwie dauernd 1000 Leute dahinterher sind, beziehungsweise wo die Eltern halt auch einfach mal gar nicht die Kohle haben, um im Zweifel 2 oder 3 Endgeräte extra zu haben, weil sie ja nicht die Endgeräte der Eltern nutzen können, die ja im Zweifel selber arbeiten müssen, sondern eben Endgeräte für die Kids zu haben. Und ehrlich gesagt beißt sich da, finde ich, auch so ein bisschen die Debatte in Schwanz, weil diejenigen, die immer sagen, oh, die Kinder, die dann schon in der 3. Klasse ein Handy haben, sind dann diejenigen, die sagen, warum haben die jetzt eigentlich kein Handy und machen eigentlich den digitalen Unterricht selber? So ein Problem, auf das wir gestoßen sind, und dafür habe ich noch keine richtige Antwort, aber das müssen wir bis nächste Schuljahr hinbekommen, ist, dass ganz häufig Menschen, die nicht so viel finanziellen hohen Hintergrund haben, dass die auch kein schnelles Internet haben. Und an der Stelle sieht man halt mal wieder, und das führt halt dazu, dass die dann an Videokonferenzen nicht teilnehmen können, die Kinder. Beziehungsweise, dass sozusagen die Frage, was für ein Elternhaus du hast, dich darin bemisst, wie pixelig dein Bild ist. Und das ist halt total krass, weil dadurch quasi dieses schnelle Internet zur Chiffre dafür wird, ob du abgehängt bist oder nicht, weil du dann dem Ganzen nicht folgen kannst. Und das, finde ich, darf halt nicht sein. Und jetzt aber Handyverträge für Kinder zu fordern, ist noch nicht so die richtige Forderung. Also da sind wir gerade noch dran. Falls da irgendjemand eine gute Idee hat, sind wir da total dankbar. Aber das ist, finde ich, ein Problem, was man eben mit dem Endgerät nicht einfach so lösen kann, aber vielleicht kann man ja tatsächlich so Internetverträge für die Klassen oder so machen, die dann eben durch die Lehrer ausgegeben werden oder so. Und ansonsten, finde ich, muss man wirklich sagen, Lehrer, traut euch mehr, ErzieherInnen, traut euch mehr, weil auch so Kita-Kinder, die ihre Erzieherin, die dann wiederum, da sind wir beim Thema Risikogruppe, nicht gesehen haben, freuen sich halt auch total über eine Mail oder über eine WhatsApp-Nachricht. Und da ist halt der dritte Punkt, die Lehrer dürfen ihre privaten Endgeräte nicht benutzen, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe,
vor allem nicht in der Situation, wo es irgendwie zwei Festnetz-PCs gibt, die man nicht benutzen darf, weil man nicht in die Schule darf. Also es ist etwas unlogisch und ich halte das auch für eine, ich finde das ein Problem, weil man daran sieht, dass unsere Schule so unfassbar unflexibel und starr ist und unsere Kinder auf die Zukunft vorbereiten soll und die noch nicht mal in der Krisensituation in der Lage sind, pragmatisch Dinge zu entscheiden. Und ich bin der Ansicht, dass Kinder, wenn sie auf die Welt vorbereitet werden müssen, wissen müssen, wie man mit neuen Situationen flexibel umgeht. Und wenn Schule das nicht kann, dann macht mir das wirklich große Sorgen. Aber das würde jetzt zu weit führen. So viel zum Thema Digitalisierung vielleicht erstmal. Und freue mich auf die Fragen. Danke, ja, ich glaube, da könnten wir jetzt noch Stunden diskutieren, aber ich würde jetzt gerne Lisa noch mal ergänzen lassen von Bundesebene sozusagen. Genau, also eigentlich, das ist schon ehrlich gesagt ziemlich krass, ja. Das ist schon ziemlich krass. Ich habe jetzt in Vorbereitung zu heute auch noch mal gelesen, dass das Papier, was unsere Bundesvorsitzende Annalena Baerbock, ne, anlässlich des von ihr einberufenen Kita- und Bildungs- und Kindergipfels formuliert hat. Und da steht einfach noch mal völlig klar drin, der klare Satz, der Anspruch auf pädagogisches Angebot. Also ne, alle Eltern haben den Anspruch auf pädagogisches Angebot, das dem regulären Umfang entspricht. So, und ob das jetzt irgendwie vor Ort gemacht wird oder per Fernunterricht, ne, dafür ist die Bildungsverwaltung, sind die Schulen zuständig, aber nicht die Eltern. So, ne, und dass man in Corona-Zeiten das anders machen muss, da hat ja jeder Verständnis dafür. Aber erstmal ist es so, es gibt nicht nur eine Schulpflicht, sondern es gibt auch durchaus ein Recht auf Bildung. Und dieses Recht auf Bildung, ja, sozusagen, das ist die Aufgabe des Staates. So, und das hat, ne, entsprechenden Umfang. Ne, Zeugnisse werden ja auch verteilt, ne, entsprechend der Voraussetzung, dass da irgendwas passiert sein soll. So, von daher, ne, ist das schon so, ne, ich finde das richtig formuliert, es gibt diesen Anspruch der Eltern, auf das pädagogische Angebot und das ist eine staatliche Aufgabe. So, und das haben wir auch so klar formuliert, wohl wissend, dass das in der Praxis dann nicht ganz einfach ist, ja, aber das muss jedenfalls der Anspruch sein. Und an jeder Stelle muss man eben gucken, wie kommt man da pragmatisch dahin. So, deswegen haben wir auch formuliert, dass es eben natürlich von den Schulen dann Angebote geben muss an Geräten zum Ausleihen, ne? Genauso wie es eben klassischerweise eine Schulbücherei gibt, wo man Bücher ausleihen kann. Ja, so ist eben ja jetzt völlig klar, es braucht eben entsprechende Möglichkeiten, Geräte auszuleihen. So, übrigens haben wir Grünen ja auch gefordert, dass es eben statt dieser idiotischen Mehrwertsteuersenkung, dieses Hü-Hott mit allem möglichen technischen Theater, was 20 Milliarden Euro kostet, bei den Menschen nicht ankommen wird und Amazon noch reicher machen wird, haben wir eben gesagt, machen wir Kauf-vor-Ort-Gutscheine. Da gab es durchaus auch Kritik, warum machen jetzt Grüne, ne, so ein Konsumblanko-Ding, aber da habe ich auch formuliert, ja, gerade wenn es so ist wie sonst auch immer, dass davon viel eben dann investiert wird in technische Geräte, dann ist das in diesem Fall auch mal tatsächlich sinnvoll, ne, wenn eben die entsprechenden Familien ausgestattet werden mit diesen 200 Euro pro Kopf mit entsprechenden zusätzlichen Geräten. So, und ich finde, ne, bei aller Schwierigkeit und so sollte man da nicht ganz, ne, sollte man es schon auch formulieren mit bei allem Verständnis sozusagen um die Ist-Situation und wo man, ne, wieder schwierig ist und so. Um die Frage nochmal ich habe den Namen vergessen, aber ne, das Verschuldung, ne, dass wir uns das nicht leisten können. Ich glaube, das ist wirklich nicht das Thema momentan beim Thema Digitalisierung. So, sondern das Geld ist da, ne? Es ist so, dass auch der Digitalpakt, der ist ja auch noch nicht abgerufen, da setzen wir uns als Grüne auch dafür ein, dass man da jetzt unbürokratisch halt ankommt, ja, so dass diese 500 Millionen Euro, die da noch rumliegen, ne, die vom Bund sozusagen ja vereinbart waren, also war noch größer, aber wovon noch 500 Millionen da sind, ne, dass sie jetzt eben nicht mit so einem Wahnsinnsantragsverfahren, sondern dass sie eben zügiger an die Orte kommen, wo es gebraucht wird. Aber ich sehe nicht, dass das Problem vor allen Dingen im Geld liegt. Da ist ja jetzt auch andere Dinge sind möglich gemacht worden, sondern ich glaube, bei diesem ganzen Thema Digitalisierung, da hat man schon auch das Problem, ne? Da muss ja nicht nur die Infrastruktur stehen, sondern natürlich, ne, müssen Lehrerinnen und Lehrer auch in die Lage versetzt werden, damit umzugehen. So, und auch wenn du jetzt sagst, Nina, du hast kein Problem, in 2 Stunden ein neues Konzept zu schreiben, ne, bin ich mir ganz sicher, dass das bei dir so ist. Aber ich glaube, auch du wirst jetzt nicht für jede Kollegin und jeden Kollegen, ne, die Hand ins Feuer legen, dass das so ist. So, ne? Ich gebe auch wieder zu, ich bin sehr glücklich, dass mein Sohn eine Lehrerin hat, die mit dem Smartboard umgehen kann und, ne, das alles gemacht hat. Aber ich weiß auch, ne, wie bei vielen anderen, das eben nicht so ist. So. Und das ist auch
doch völlig normal, ja, das war auch nicht zentral deren Job, das ist in den letzten Jahren zwar immer gesagt worden, aber da ist wenig passiert, aber da muss man den Menschen jetzt eben auch helfen, ne, durch entsprechende größere Weiterbildungsangebote und etc. Und weiterer Punkt ist, kleine Klassen finde ich auch immer, ne, also nicht nur immer gut, sondern auch gerade jetzt, ja, so, und da fände ich, das, ne, kostet dann natürlich auch wieder Geld, aber es gibt ja jetzt verschiedenste Bereiche, zum Beispiel, ne, die derzeit irgendwie arbeitslos sind, weil in der Kultur nicht so viel passiert und so weiter, ne, wo man ja vielleicht nochmal kurzfristig schauen könnte, inwieweit man eben, auch im Kulturbereich gibt es natürlich auch pädagogisches Personal, ne, aber auch nicht pädagogisches Personal, ne, zeitlich befristet zusätzlich anstellen könnte, um, ne, dann auch entsprechende Konzepte umsetzen zu können. Da weiß ich, ne, dass das kostet Geld, aber trotzdem glaube ich, das wäre sinnvoll, das jetzt auch tatsächlich anzugehen. So, was habe ich hier noch auf meinem Zettel, was ich noch loswerden wollte? Das war, glaube ich, der Hauptpunkt. Also vom Bund, genau, es ging nochmal um die Bundesmittel. 500 Millionen habe ich schon gesagt, die stehen da noch rum, die muss man ausgeben. So, zusätzlich ist jetzt drin im aktuellen Konjunkturpaket tatsächlich Geld für Ausbildung und Finanzierung des IT-Personals und auch Geld für digitale Weiterbildung der Lehrkräfte. So, ne, da weiß ich, da ist nur mit dem Geld ist auch noch nicht getan, da müssen die Angebote her und zusätzlich muss dann natürlich auch noch wieder geschaut werden, wie diese Weiterbildung dann auch mit den Stundenplänen sozusagen dann vereinbar ist. Das ist alles nicht trivial, aber das ist alles auch kompliziert und schwierig, aber hier gibt es vielleicht tatsächlich mal einen Punkt, wo man sagen könnte, da hat Corona auch, die Krise auch eine Chance, ne, weil definitiv mit Corona das Thema Digitalisierung jetzt ganz anders auf der Agenda steht als vorher. Ne, viele sich jetzt auch notgedrungen schon damit beschäftigt haben und vielleicht ist der Sprung, ne, das jetzt breiter aufzustellen und zu standardisieren, jetzt gar nicht mehr so groß, weil doch alle sich schon ein bisschen damit beschäftigen müssen. Ja, vielen Dank, Lisa. Ich habe jetzt zu dem Thema noch mal eine Menge Fragen und würde da mal ein bisschen gesammelt reinmachen. Denn Lisa, du hast ja vollkommen recht, so ein Konzept aufzuschreiben ist das eine, aber die Lehrkräfte mitzunehmen, das ist eine größere Aufgabe, insbesondere da wir hier in Berlin und ich glaube, das gilt aber auch bundesweit, wirklich einiges versäumt haben und man hätte eigentlich in den letzten Jahren da schon die Kollegien, die Lehrerinnen ganz anders aufstellen müssen. Man hätte aber spätestens in dem Moment, wo der Lockdown kam, sich ein Konzept überlegen müssen und die Leute in Fortbildung schicken müssen. Ich hätte ehrlich gesagt auch erwartet, dass dann spätestens die Sommerferien genutzt werden, um Lehrkräfte in Fortbildungen zu schicken, denn und das sage ich auch als Lehrerin, die Sommerferien sind schön und gut und da soll man auch Urlaub machen, aber man kann auch einige Tage lang eine Fortbildung besuchen, um sich da mal weiterzubilden, denn gerade ältere Lehrkräfte, das ist überhaupt kein Vorwurf, dass sie das nicht können, aber viele von denen sind da wirklich noch nicht so weit und da würde eine Fortbildung wirklich gut tun und das finde ich wirklich fatal, dass da die Senatsverwaltung nicht deutlichere Vorgaben macht, dass Lehrkräfte auch, was das Digitale angeht, besser gebildet werden müssen. Und da passen einige Fragen von unseren ZuhörerInnen hier ganz gut dazu. Da ist nämlich von Jenny beispielsweise die Frage, braucht es für jede Schule einen Beauftragten oder eine Beauftragte für Digitales? Würde das Problem lösen? Oder aber die Alternative dazu von Pauline, wäre es nicht eine Lösung, Bildung komplett auf Bundesebene zentral zu regeln? Simon fragt, was haltet ihr eigentlich von Kinderbetreuung, von digitaler Kinderbetreuung à la Kids Circle? Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Ich glaube, da kann man seine Kinder sozusagen digital in Videokonferenzen betreuen lassen, soweit ich das weiß. Und dann von Jenny noch eine Frage, gibt es im Land Berlin eigentlich Mindeststandards an digitalen Angeboten, die Schulen anbieten müssen? Wenn wir nach der Sommerpause wieder hohe Zahlen haben, also falls es in eine zweite Welle kommt, sind die Schulen dann eigentlich vorbereitet für den Lockdown, für einen möglicherweise zweiten Lockdown. Auch wenn Silke zu Recht gesagt hat, die Schulen sollten als letztes schließen und nicht so wie jetzt bei Tönnies beispielsweise, der Fleischbetrieb zwar aufbleibt, aber die Schulen zumachen, was vollkommen jeder Logik entbehrt, aber offensichtlich dem fleischessenden Deutschen sehr wichtig zu sein scheint. Also, was sagt ihr zu diesen Fragen? Ich würde sagen, Silke, magst du vielleicht nochmal anfangen? Und dann kann Lisa nochmal ergänzen. Okay.
Also ich glaube schon, man braucht an jeder Schule jemanden, der für die Digitalisierung zuständig ist, unabhängig davon, ob man das auf Bundesebene regelt oder nicht. Ich persönlich glaube, dass es sinnvoll ist, dass man Bildung föderal organisiert, weil es etwas ist, was eben sehr nah an den Leuten ist. Und man, ja, also man braucht natürlich, es braucht eine Vergleichbarkeit, aber ja, ich glaube, die Debatte würde auch den Rahmen hier irgendwie sprengen, aber das Problem, dass die Digitalisierung der Schulen nicht vernünftig vorangeschritten ist, hat ja nichts damit zu tun, dass der Bund hier an der Stelle keine Kompetenzen hat. Es gibt ja auch den Digitalpakt, es gibt ja Bundesgelder und so weiter und so fort, sondern es liegt eher daran, dass die operative Untersetzung auf der unteren Ebene hakt. Weil ich würde mal die These in den Raum stellen, es eben auch immer ohne Digitalisierung funktioniert hat und man an der anderen Stelle so viele Probleme hatte, sei es Personalmangel, sei es bauliche Probleme etc., dass man zuallererst die anderen Probleme lösen musste, um dann am Ende des Tages halt auch die digitalen Fragen hinzubekommen. Und an der Stelle ist es, glaube ich, auch ein bisschen eine Überforderung, weil, sag ich mal, wenn du da eine Klasse hast mit irgendwie 20 Kindern und die alle auf ihrem Handy rumdaddeln und du dann sozusagen da keine adäquate Antwort findest, dann ist der erste Reflex ganz häufig ja zu sagen, Handys aus und weg. Handys aus und weg ist aber kein medienkompetenter Umgang mit digitalen Endgeräten und dem Internet, sondern bedeutet halt, dass die Kinder nicht in der Lage sind zu verstehen, wie man auch mit kritischen Inhalten, mit Hass und Hetze, mit Mobbing und so weiter und so fort umgehen. Und da gibt es auch Ansätze. Also ich finde, man darf es auch nicht so schlecht reden. Ne? Das haben wir vorhin auch in unserer Umfrage 22% gesagt, es gab Sachen und dadurch, dass es aber eben auch sehr schulabhängig ist, unterscheidet es sich natürlich. Und genau deswegen ist die Bildungsverwaltung halt gefragt, halt ein großes Referat zu haben, was sich mit diesen digitalen Fragen auseinandersetzt, um den Schulen, die dann noch eben mehr Aufholbedarf haben, eine Unterstützung zu geben. Und an der Stelle ist es wahrscheinlich wieder so, dass du halt dann wiederum an einigen Schulen mehr Probleme hast, weil dann mehr Kinder keine digitalen Endgeräte haben, die vernünftig sind, die dann auch mit den Videokonferenzformaten funktionieren. Beziehungsweise es ist halt auch sehr viel Arbeit, wenn du die Kinder alle abtelefonieren musst und sagen musst, komm bitte auch in diese Videokonferenz und ich weiß nicht was und so weiter und so fort. Und deswegen braucht man, glaube ich, so ein hybrides Format, was halt heißt, dass man die einen Kinder dann auch vor Ort beschult und andere dann vielleicht nicht, es dann aber irgendwie auch zusammenschaltet, so wie wir das jetzt ja irgendwie alle eingeübt haben in unseren tollen Videokonferenzformaten, wo man dann auch Leute über so eine Spinne dazu schaltet und so weiter und so fort. Und dafür haben Schulen ja eigentlich auch ein kleines Budget so, ne, und können sozusagen ihre eigene Anschaffung machen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Sandra Scheres hat uns das angekündigt, dass es das geben soll und wir werden es jetzt auch in einer der nächsten Senatssitzungen und in Bildungskorrunden nochmal darauf ansprechen, dass es das tatsächlich gibt und dass es passgenaue Lösungen für die Kinder, für die Schulen gibt, weil um mal ein Beispiel zu nehmen, wenn die Klassenlehrerin der Risikogruppe angehört, dann kann die ja nicht kommen, dann ist sie auch bis heute nicht im Unterricht gewesen. Und das heißt, ich habe, und das finde ich gerade im Grundschulbereich echt fatal, Klassen, die keine Klassenlehrerin haben oder Klassenlehrer und ich muss dafür ja eine Antwort finden und entweder ziehe ich die alle ab oder ich finde ein vernünftiges digitales Tool und sei es, dass ich eben erlaube, dass die dann über Threema, Signal oder lalala mit den Kids irgendwie kommunizieren, aber da ich noch nicht mal das darf, ja, wegen dem Datenschutz, macht das natürlich irgendwie und ich bin eine, die immer sagt, der Datenschutz ist wichtig, ne? Also gar keine Frage. Aber ich glaube, es gibt da durchaus Mittel und Wege, wie zum Beispiel auch über bestimmte Messenger-Dienste und so weiter und so fort, irgendwie da voranzugehen. Und ich finde auch die Rolle der Datenschutzbeauftragten des Landes Berlin schwierig, die sich einfach hinstellt und sagt, das geht alles nicht. Ich finde, ihr Job ist es, und wir haben ihr sau viel Stellen gegeben, ja, ihr Job ist es, dafür zu sorgen, einen Weg zu finden, wie man das datenschutzkompatibel machen kann. Und sei es nur, dass man den Kindern und den Eltern und den Lehrern an der Stelle dann beibringt, wie man eben auch soziale Medien unter Wahrung des Datenschutzes benutzt. Das ist doch ehrlich gesagt das Geilste, was man hier an der Stelle gerade lernen kann. So, und da muss Sandra Scheres eben diese Mindeststandards auch entsprechend benennen, aber so, dass es funktioniert. Weil wenn ich dann sage, die Software darf nicht aus den USA kommen, dann
kann man jetzt lang und breit darüber diskutieren, warum der digitale Standort Berlin da irgendwie verschlafen hat, aber wenn man da keine Alternative hat, ist es ziemlich schwierig. Und letzter Punkt, digitale Kinderbetreuung. Ich kenne das Format nicht, aber bei mir in der Schule haben sie dann gesagt, ja, also digitales Lernen, benutzt doch die Anton-App, jetzt habt ihr hier alle Code, ist doch irgendwie toll. Ich weiß nicht, wer die Anton-App kennt, aber die Anton-App hat funktioniert halt so, dass du bestimmte, du kriegst Punkte, wenn du Aufgaben löst. Und wenn du da Punkte gesammelt hast, darfst du halt dann so kleine Handyspiele machen. So, ich versuche meinen Kindern händeringend dieses blöde Handygedaddel ja, abzugewöhnen, was sie halt mal ab und zu auf einer Autofahrt machen dürfen, wenn irgendwie so wirklich alles nicht mehr funktioniert. Und dann sagt mir die Schule, schau doch mal, jetzt hast du diese App. Und wenn du dann dreimal Mathe gerechnet hast und du kannst auch die Babyaufgaben machen, ja, so 1 plus 1 ist 2, kriegst du dafür Punkte, dann dürfen die dann irgendwie die ganze Zeit so komische Spiele machen. Also da zweifle ich wirklich an der digitalen Kompetenz von unserem Bildungssystem. Und das, ja, finde ich, ja, deswegen werden wir mit Sandra Schieres da mal hart ins Gericht gehen. Aber nach der Sommerpause muss das vorliegen. Danke, Silke. Möchtest du noch mal was ergänzen, Lisa? Ja, ich wollte sagen, dass Grüne, keine Ahnung, mindestens schon seit 15 Jahren sich eingesetzt haben für eine Aufhebung des Kooperationsverbotes Bund und Länder in Bezug auf Bildung. Das heißt jetzt nicht sozusagen Einheitsschule auf Bundesebene, ne, aber das heißt eben schon deutlich mehr auch bundesweite Standardisierung und immer hängen sozusagen an dem kleinsten gemeinsamen Nenner in der KMK. Aber in der Tat werden damit definitiv nicht alle Probleme gelöst. Die größte Hoffnung, damit ja meistens verbunden ist, ist dann sozusagen, dass mehr Geld zur Verfügung steht. Das sollte man eigentlich auch in der Lage sein, anders zu lösen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass insbesondere der aktuelle Ministerpräsident in Baden-Württemberg, aber der entschiedenste Gegner ist der Föderalisierung, also ne, dass die Bildung auf die Bundesebene kommt, weswegen sozusagen zwischen dem grünen Beschluss auf der einen Seite und der starken Stimme unter den Bundesländern auf der anderen Seite es eben jetzt seit einigen Jahren dann sozusagen einen gewissen Spagat gibt, weswegen wir haben das Grundgesetz geändert, ne, vor irgendwie anderthalb Jahren oder so. Wir haben es jetzt ein bisschen gelockert. Es gibt jetzt wieder etwas mehr Möglichkeiten. Unter anderem dadurch ist auch der Digitalpakt dann auch möglich geworden, was dazu machen. Aber genau, das ist eine dauerhafte Diskussion in der Politik sozusagen. Grüns sind da klar für mehr bundespolitische Möglichkeiten. Ne, aber im Konkreten diskutieren wir das dann auch einzeln. So, das soweit. Das Zweite ist, digitale Kinderbetreuung kenne ich jetzt auch nicht, aber da gilt ja schon erstmal der Grundsatz, dass ich auch für die Schulen wichtig finde, ne, ich will jetzt nicht die Abitur- und MSA-Debatte wiederholen, aber so im Grundsatz ist jetzt das Präsenzlernen gerade für kleinere Kinder ne, wichtiger, weil eben sozusagen die Möglichkeiten, Silke hat es thematisiert, ne? Vielleicht geht in der ersten Klasse auch schon was, aber jedenfalls ist es schwieriger, ne? Erstklässler da am Bildschirm zu halten, als jetzt irgendwie 6, 5, 6, 7, 8 oder 9 Klässler. So, deswegen ist das Thema Präsenz ne, gerade für kleinere Kinder wichtig und dass man eben dann auch kleine Gruppen hat, die dann aber in sich sozusagen dauerhaft zusammenbleiben, um das Infektionsrisiko einzuhalten, aber die müssen sich dann aber auch durchaus nicht nur ansprechen, sondern auch anfassen und so weiter dürfen. Aber das ist da der wichtige Punkt. Und mit zunehmendem Alter ist ja auch die Notwendigkeit der Kinderbetreuung dann geringer. Ja, so das Corona-Elterngeld ist ja auch nur bis 12 Jahre, es sei denn, man hat Kinder mit Behinderungen. Übrigens, dann ist das jetzt auch bis 18 Jahre, kann man Corona-Elterngeld bekommen. Die digitale Kinderbetreuung aber erst für Kinder ab 12 anfängt, das nehme ich jetzt mal nicht an. So von daher lasse ich mich immer eines Besseren belehren, aber wäre ich da jetzt in dem Punkt jetzt erstmal skeptisch, sondern würde gerade sagen, da muss man eben andere Formen ermöglichen, der Präsenz, des direkten Miteinander-Austauschens. Um die Motorik zu entwickeln, das ist eben gerade bei Kindern, die Betreuungsbedarf haben, kleine Kinder, ist es wichtig, dass sie sich da auch ausleben können, auch mit anderen Kindern und nicht nur digital. Und das, genau, und zu dem anderen, das ist tatsächlich noch ein ganz weites Feld, insgesamt Medienkompetenz an der Schule, das Fass würde ich gerne aufmachen, aber ich
lass es jetzt mal, ne, in der Tat, dass es da Schulen gibt, auch noch ohne WLAN und eigene Cloud und mit den Messenger-Diensten und so. Die Wahrheit ist ja, wenn es keinen Messenger-Dienst der Schule gibt, ja, so, dann machen es doch alle mit WhatsApp, ja, und sind dann irgendwie erstaunt, dass WhatsApp aber eigentlich erst ab 16 erlaubt ist und die Realität, ne, so, also komplett illegaler Zustand. Und ne, man ist jetzt dabei, irgendwie das einzurahmen, was eigentlich gar nicht geht. So, von daher ist da schon viel zu viel Zeit ins Land gegangen und braucht das dringend ein Update. Danke, Lisa. Also ich stelle fest, die Themen, das war jetzt auch sehr breit, Backlash und dann nochmal darauf zu kommen, was eigentlich hier in Berlin nochmal getan werden müsste, um auch das Angebot, eigentlich das digitale Angebot zu verbessern, war sehr breit und ich glaube, wir könnten noch 25 Stunden weiter diskutieren. Ich würde jetzt gerne, bevor wir relativ bald dann zum Schluss kommen, eine Umfrage nochmal kurz machen. Weil nämlich, ich glaube, dass viele von den Leuten, die uns zugehört haben, und ich wüsste gerne, ob das so stimmt, mit Sicherheit nebenbei auch noch entweder Abendessen gemacht haben oder die Wäsche zusammengelegt haben oder irgendeine andere Art der Care-Arbeit gemacht haben. Deswegen wäre für uns nochmal die Frage, hast du dich eigentlich während des Webinars nebenbei noch um deine Familie gekümmert? Also Wäsche zusammengelegt gilt für mich auch um Familie gekümmert oder was auch immer. Also wie viele von euch konnten tatsächlich voll und ganz zuhören, wobei es auch Leute gibt, die sagen, sie können besser zuhören, wenn sie Wäsche zusammenlegen. Über die Hälfte der Leute haben schon abgestimmt. Wir warten mal noch kurz. Ah, sieht schon sehr gut aus, sieht vor allem gut aus für meine Prognose. Ich glaube, wir können die Umfrage dann auch schließen. Und dann sehen wir im Ergebnis, 69% haben nebenbei noch was für die Familie getan. 31 konnten sich voll und ganz auf uns konzentrieren, was mich auch sehr freut. Aber ich glaube, das zeigt auch nochmal, vielleicht auch inwiefern wir Grüne uns nochmal fragen müssen, wie wir es eigentlich auch schaffen, familienfreundlicher nochmal zu werden und auch Webinare so anzubieten, dass Leute nicht nebenbei Abendessen müssen. Das ist, glaube ich, da gibt es aber wahrscheinlich keine gute Zeit. Das ist immer ein Problem. Und wie gesagt, das Thema ist noch sehr viel größer und wir Grüne werden auch weiter dranbleiben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Lisa, Silke und ich sind alle drei Frauen mit Kindern, die dieses Thema weiter vorantreiben werden. Nicht nur aus persönlicher Betroffenheit, sondern weil wir auch der festen Überzeugung sind, dass eine gerechtere Gesellschaft allen zugutekommt und dass Geschlechtergerechtigkeit da eben auch dazugehört. Und ich würde deshalb gerne mit einer Publikumsfrage noch abschließen. Und zwar fragt Pablo, er sagt, es ist offenkundig, dass hier ein strukturelles Problem vorliegt und dementsprechend auch grundlegender und weitreichender nachgedacht werden muss. Wie ließe sich Stückwerk vermeiden und welche strukturellen Veränderungen sollten wir angehen? Das ist fies, mit dieser Frage als Abschlussfrage abzuschließen, weil ich jetzt gerne hätte, dass gerne, und ich weiß, ihr habt da beide Ideen, eine Sache sagt, wirklich nur eine. Was glaubt ihr, wäre das Dringendste, was wir eben angehen müssen, um genau dieses strukturelle Problem, was diesem ganzen Backlash, der jetzt durch Corona sichtbar geworden ist, vor dem wir aber eben insgesamt nicht gefeit sind, was ist die eine Sache, wenn ihr sie morgen durchsetzen könntet, die ihr durchsetzen würdet, Lisa? Ehrlich gesagt, ist es tatsächlich das ganze Thema Geld. Fängt an bei der gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit, geht dann weiter mit einer Kindergrundsicherung, unabhängig vom Einkommen der Eltern, bis hin zu, dass auch Frauen und Männer dann gleich viel vererbt bekommen und so weiter und so weiter. Also es geht tatsächlich darum, dass Mutter sein nicht mehr das Hauptarmutsrisiko ist, dass sich Eltern das gleich teilen müssen, gleich teilen dürfen und dass die Rahmenbedingungen so sind, dass wir bei einer dass wir von der 40-Stunden-Woche zum Beispiel runterkommen. Also all das, was sozusagen das Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Frauen auf Augenhöhe mit Männern operieren lässt und dafür braucht man materielle Grundlage, das müssen wir alles tun. Danke, Lisa. Und bei dir, Silke? Ja, es ist genau so. Also solange es ein Gender Pay Gap gibt, was
und egal, ob es 20, 25, wie auch immer Prozent sind, ja, aber solange Frauen weniger Geld nach Hause bringen als Männer, hast du diese strukturelle Ungleichheit und das verschärft sich eben an der Stelle, wenn einer zu Hause bleiben muss oder ein bisschen eben zurücksteckt, um sich dann um die Kinder zu kümmern in dieser Zeit, weil es eben immer gegengerechnet wird und es immer aufs Haushaltseinkommen geschaut wird. Man könnte natürlich auch sagen, wenn die Fixkosten quasi sinken, also wenn die Mieten sinken, senken, wenn die, also jedenfalls, wenn du weniger Miete, wenn du quasi weniger Lebenshaltungskosten hast, ja, also weniger Fixkosten, dann würde das vielleicht auch funktionieren, wobei ich glaube, du musst eigentlich schon an dieser Lohnschraube drehen. Und ich habe eben auch überlegt, ob man sagen müsste, Teilzeit für alle, aber ne, das ist eben auch quasi so ein Umdenken, was man eben braucht. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist just the money. Genau, ja. Also natürlich eh ganz Splitting als wichtiges Symbol, Schleifen ist da ganz wichtig und die flexible Vollzeit wäre auch die richtige grüne Antwort. Ja, ihr habt das auch geschickt gelöst, weil ich dachte, du müsstest dich jetzt für Ehegattensplitting oder Kindergrundsicherung entscheiden, aber dann einfach Geld insgesamt zu sagen, war eine sehr schlaue Lösung. Ich glaube, wir müssen sicher auch nochmal gerade auf Berliner Ebene die Situation der Kinderbetreuung anschauen. Nur wer einen Kita-Platz hat, kann auch arbeiten gehen. Und geschlechtergerechte Bildung und Kinderbetreuung, auch das ist sicher ein Thema, denn wenn jetzt Kinder so aufwachsen, dass sie wissen, dass eben Väter und Mütter sich auch um Kinder kümmern können und so weiter, dass das auch für zukünftige Generationen sicher nur von Vorteil sein kann. Also da werden wir auch auf Berliner Ebene weiterhin dranbleiben. Ich möchte jetzt mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, sowohl bei dir Silke als auch bei dir Lisa. Vielen Dank, dass ihr den Abend mit uns verbracht habt und ich möchte mich auch bedanken bei allen, die zugehört haben. Und ich weiß, es gibt eine Menge Fragen, die im Chat gestellt wurden, die wir nicht beantworten konnten. Das tut mir ehrlich leid, aber es waren echt extrem viele Fragen, wesentlich mehr Fragen, als wir in den letzten Webinaren hatten, was auch nochmal zeigt, wie wichtig das Thema ist. Wir machen mal ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben eine AG Kinder, Jugend, Familie. Wir haben eine AG Frauen, beides auf Landesebene, die sich mit diesen Themen natürlich auch befassen. Kommt da gerne mal vorbei. Die tragen derzeit auch digital natürlich. Silke, Lisa, ich, wir werden alle diese Themen natürlich auch weiter vorantreiben. Aber wenn ihr nochmal Fragen habt, die ihr unbedingt beantwortet haben wollt, schickt uns auch gerne nochmal eine E-Mail. Und genau, ihr werdet auch in der Folge des Webinars nochmal eine Mail mit Hinweis auf das nächste Webinar bekommen. Wir machen nämlich weiter, denn leider ist Corona ja noch nicht vorbei und wir werden mit unserem frühen Berlin-Talk weitermachen, damit ihr auch in Corona-Zeiten weiterhin gute Angebote habt. Und das nächste Webinar ist entweder zum Thema Diskriminierung und Gay Pride oder zum Thema Verkehr. Ich weiß es nicht ganz auswendig, aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Thema sein. Und ich freue mich sehr, wenn nochmal Leute von euch dabei sind. Und ganz herzlichen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Danke dir. Ciao. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ciao.